Theorie und auch das Thema Spezialität. Das ist schon sehr spannend, dass wir hier einen kleinen Studieren, und da finde ich es ganz große Klasse, dass wir hier kommen und an dem, was zu dem OP-System erzählt hat. Ja, vielen Dank für diese Organisation und das ist auch ein ganz sympathischer Raum. Wir unterlegen, wir kommen eben auch ganz interessante Runde zu sein. Ich habe schon mal geschaut, wir haben hier Behandler, professionelle Behandler, wir haben hier Patienten unter uns, wir haben auch wir sind von Dickedem betroffen und fragen uns, okay, ich habe da ein paar zu viele Zellen und ein paar Zellen, die werden auch ein bisschen größer. Was passiert dann? Wo kommt dann der Schmerz her? Warum tut das weh? Die Fragen, warum geht das Kokrepent immer weiter? Ab wann brauche ich eine Therapie? Ab wann brauche ich konservative Therapie? Ab wann reicht die nicht mehr aus? Ab wann brauche ich dann operative Hilfe? Das sind wirklich Fragen, die müssen Sie für sich individuell klären. Dafür brauchen Sie Informationen. Und diese Informationen kriegen Sie wirklich nur von Leuten, die sich damit auskennen. Wir glauben, wir kennen uns da sehr gut mit aus, wir machen nichts anderes. Wir sind mittlerweile eine Klinik, stellen Sie gleich mal mit den Passweilern vor und kommunizieren das, was wir wissen. Wir sind heute hier, dass wir zusammenkommen und im Austausch. Ich möchte Ihnen nicht einfach einen Monolog halten, ich würde mich freuen, wenn Zwischenfragen kommen. Sie brauchen den Mehrwert, dass wenn Sie heute nach Hause gehen und sagen, das war eine tolle Veranstaltung. Und das war eine tolle Diskussion. Ja, ich habe da wieder was erfahren oder was gelernt. Ich konnte meine Fragen beantworten. Das ist das, was wir hier jetzt nutzen. Operation Liebedem ist das Thema, aber lassen Sie uns das wirklich ein bisschen interdisziplinär aufteilen, wo das sowohl medizinisch was dabei ist, auch so für die Grundfragen und auch für die Behandler. Gehen wir es mal durch. Als ich anfing mit dem Thema Liebedem, plastischer Chirurg, habe ich im Thema Fett gearbeitet. Ganz privat in der Klinik, weltbekannt, und dann haben wir Fett transplantiert und haben das mit einer schonenden Technik genommen, dann überleben diese Fettzellen und dann kann man sie von der einen Seite nehmen und auf die andere Seite packen, aus welchen Gründen auch immer. Weil man irgendwo eine Wunde wieder heilen lassen möchte, weil man aus ästhetischer Motivation mit Kusten verbessern möchte. Als ich mich immer darauf weiter fokussiert habe, auf eben Nabelstellen, wo ich das Fett genommen habe und nicht da, wo es hingehört, konnte mir niemand sagen, und das ist noch gar nicht so lange her, mehr als 10 Jahre, konnte mir niemand sagen, wann hörst du dann auf? Wie viel kannst du denn da erkennen? Denn auf einmal hatte ich das krankheitsbedingte Liebedem vor mir, was ich damals noch gar nicht kannte. Das heißt, ich habe es operiert, ohne es zu wissen, habe aber gefühlt, da geht auch noch was. Kannst du nicht aufhören, musst du noch mehr machen. Auf einmal waren da 5 Liter im Bauch. Andere Chirurgen haben gesagt, was macht denn der? Ja, die Anästhesisten fingen an, ja, und haben die Hände immer noch zusammengeschlagen, das ist gefährlich, musst du aufhören. Klinisch muss ich hinterher gucken, oh, sind die Patienten jetzt vom Kreislauf wirklich so instabil? Bin ich auf dem richtigen Weg? Können wir das noch erweitern? Kann man das noch verbessern? Und dann nimmt man den Telefonhörer in die Hand, weil eigentlich die eigenen Kollegen lokal nicht sagen können. Und dann ruft man rund um die Welt. Und dann studiert man die Literatur. Und dann ist man total baff und sagt, wow, es gibt nichts. Es gibt keine Erfahrung weltweit, weil das Thema Liposuktion an sich noch gar nicht so alt ist. Haben die Dermatologen mal an sich genommen und haben dann rausbekommen, Tumeszenz, ja, was kann man am besten irgendwie machen? Verfahren, wo wir heutzutage sagen, das können wir besser, da haben wir unsere Erfahrung. Warum? Weil wir das den ganzen Tag machen und weil das uns selber beigebracht war. Dann hat das Ganze einen Namen bekommen, dann haben die betroffenen Frauen Schmerz beklagt, eine Bewegungseinschränkung geschrieben, wo war, ja, geh dahin, da wird dir geholfen, ja, da bist du hinterher schmerzfreier und bewegungsfreier und deine Silhouette sieht irgendwie besser aus. Ja, und ich habe mich immer noch gefragt,
bis wohin? Und darum geht es. Spezialisieren, was kannst du machen, was noch medizinisch strategisch ist, ohne dass es dann aber auch gefährlich wird. Das bedeutet maximalen Output für die Patienten selbst. Das haben wir aus Praxismodell beim Klinik. Ich habe mir die Wasserstrahlmethode spezialisiert. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja Laser und EAL und da können sie vibrieren und strahlen und alles Mögliche. Für mich ist die schonendste als Grundmechanik der Wasserstrahl. So viel vorweg, das ist völlig egal. Wenn Sie als Betroffene sagen, ich suche irgendwo eine Klinik oder einen Arzt, die Technik müssen Sie selber überlassen. Wir sind Handwerker und lieben unsere eigene Technik, mit der wir Erfahrung haben. Am Schluss ist es individuell und kann auch individuell kombiniert werden. Ja, aus der Praxis wurde dann eine Klinik und es war Wachstum an internationale Patienten und Kliniker. In Berlin haben wir eine Klinik gebaut. Wir sind mittlerweile 6 plastische Chirurgen und wir sind immer so ein bisschen weiter zu zweit hier mit einem Nachwuchs und Vertrag einsteigen. Ja, wir haben internationale Patienten, die kamen aus Spanien und die kamen aus Italien und dann haben wir Ärzte ausgebildet, die vor Ort mit uns in dieser Art das dann operieren, haben da sozusagen Satelliten. Das ist heute eine große Geschichte geworden. Wir sind einer der größten Anbieter Kliniken für dieses Liebegehen. Ja, wir haben eine große Mannschaft von 30 Leuten hinter uns, Patienten aus aller Welt. Es sind tatsächlich schon Patienten, die in Australien ins Flugzeug gestiegen. Da wundere ich mich immer noch, ja, wieso ist das so? Wieso geht die Medizin nicht schneller und Kenntnisse werden übertragen, damit man das flächendeckend ja, schneller verbreiten kann? Man muss reden, man muss Erfahrung. Ja, ganz grob ein paar Bilder. Wir haben in Berlin dann so eine Welt des Liebegehens gebaut. Diesen Buch gerade davon überzeugt, auf Grunderfahrung. Man darf nicht nur operieren. Patienten ist in einer Situation, in der sie, das ist ein typischer Wort, das ist, sie muss ganzheitlich betrachtet werden. Sie muss individuell diagnostiziert werden, individuell behandelbar, individuell behandelt werden. Und dazu gehört Ernährungsberatung. Abdecken, da läuft über 3 OPs, den ganzen Tag machen wir Liebegehen-Operationen. Ja, und so sieht das aus. Die Leute natürlich erschreckt sich, ich lasse das ein paar Sekunden laufen. Bei uns läuft in den OPs dann den ganzen Tag das. Wir fühlen die Beute und die Frage ist, ja, wie viele Operationen braucht denn so eine Patientin? Sie soll ja nicht 10-mal kommen. Ja. Wirklich nur so oft kommen, wie es möglich ist, damit wir den maximalen Effekt haben. Wenn das, was da zu viel ist, mit Druck und Schmerz und so weiter, draußen ist, dann haben wir ja oft die lockere Haut. Auch da, wenn Sie sich damit beschäftigen, ob medizinisch oder als Betroffene oder einfach nur was ist, und da ich lese da so viel im Internet, und das ganz gut. Da hören Sie Sachen dann wie Transplantation, dann kommen die Aufträge, da gerade gesprochen. Sie hören Sachen wie Laser, da kann man Sonden durchziehen mit einer Hitzeapplikation und so, was Blutspinnen wirkt und das Bindegewebe und das ist krass. Und es gibt neue Dinge, wo man sagt, der Plasma ist ja noch schonender. Ich will es nur einmal als Gott genannt haben, ohne dass ich das irgendwie bewerten möchte. So schaut das als Standard aus, wenn wir Patienten operieren. Wir haben noch 2 Operationen, andere 3, manche 4. Und manche gar keine. Die schicken wir direkt, weil es gar nicht die richtige Option hier. Dann ist das so etwas, was völlig normal ist. Aus einer solchen Silhouette wird eine fast gar nicht so sichtbar andere, ja, sondern es geht nur um das Individuelle, was die Patientin als Ziel setzen möchte. Wenn die Situation extrem war, und wir nehmen ja manchmal wirklich 10 Gedanken, das ist nicht genug, dann zieht man manchmal aus dem Unterschenkel raus und dann 15 vorne und 15 hinten und ja, dann ist auf einmal der Körper dann leerer. Und wenn wir dann Situationen haben, wir ändern ja die Anatomie nicht in diesen Operationen. Die Anatomie bleibt. Die Haut mit dem Bindegewebe darunter, führt dann manchmal zu Situationen, dass man wirklich ganz lax ist. Und wo man sagt, naja, da muss man doch die Haut hinterher schaffen. Und so kommt es dazu, dass wir an den Armen hinterher packen, dass wir die Arme straffen, dass wir die Bäuche straffen, in diesem Fall auch die Abdomen straffen, dass wir die Oberschenkel straffen. Einfach um diese überschüssige Haut zu entfernen, weil ich wieder Folge probiere. Das heißt, das muss eine Patientin vorher wissen. Man muss in der Lage sein, der Patientin zu sagen, wenn sie sich anfassen, das ist ein Spaß, das ist ein richtig harter Weg. Und wir
Wir machen das mit ihr bestimmt viermal und machen hier noch als Eltern vielleicht den Laser hier. Ja? Aber hinterher ist deine Haut noch sauber. Und dann fängst du von vorne an. Findest du das nicht? Bist du hier des Aufwandes sicher? Was ist das für ein großer, langer Weg? Und den Weg gehen wir gemeinsam. Und das ist eben nach der Erfahrung, Erfahrung haben, was dabei rauskommt. Das möchte ich auch nur als Beispiel geben. Eine Patientin, die mich sehr beeindruckt hat, war vor ein paar Wochen zur Kontrolle da, eine Ultramarathon. Nicht nur ein Marathon, sondern sie hat in dieser Situation, diese Dienstmarkt, Ultramarathon, das ist jetzt noch einmal im Jahr in der Rechtsziele. Das war mehr als sie mit einem Gefahren 52 Kilometer. Sie läuft jedes Jahr 52 Kilometer in einer Woche, also 5 Tage hintereinander sogar Marathon. Irgendwo, da gibt es dann solche Races, nämlich das in Namibia, in der Wüste. Und das hat sie mit, wie gut denen gelaufen. Und es war wieder eine, die ich habe, das kann man eher nicht. Ja, mit dem Gewicht oder mit den Schmerzen. Das ist auch ganz unterschiedlich. Das Ende im Rahmen ganz unterschiedlich in der Mentalität. Die spüren das ganz anders. Ich habe gedacht, dass du das geschafft hast, aber ich habe von der Mentalität gesagt, naja, das ist mein Leben. Wenn ich dann da alleine bin und durch die Wüste laufe, dann fühle ich mich so lebendig. Und ich bin so stark. Das ist so intensiv für mich. Und dieser Faszination Existenz, das bringt mich zum Ziel. Das heißt, Liebe eben ist nicht etwas, was wir kategorisieren sollten und sagen, oh, das ist schlimm, das ist einfach, das sollte die Kasse bezahlen, das nicht, das sollten wir operieren, das sollten wir nicht operieren. Sondern genau das Gegenteil. Wir schauen individuell hin und fragen den Patienten, was willst du denn überhaupt? Denn viele kommen bei uns rein, habe ich in Liebe eben, und wir sagen, was glaubst du denn? Ja, so müssen sie mich operieren? Weiß ich nicht. Man muss erstmal sprechen, man muss erstmal zuhören, man muss erstmal ein Ziel erkennen, sonst macht man das doch nicht. Man geht ja nicht an den Körper ran und macht irgendetwas, wenn nicht das Ziel von der Patientin, von der Betroffenen definiert ist. Ganz, ganz wichtig, die Entscheidung für die Operationen stellt immer am Schluss die Patientin. Wir können wirklich nur begleiten und können dann ganz ehrlich sagen, wir wollen ihnen nichts verkaufen. Das wäre ja Wahnsinn, wenn wir hinterher zu etwas kommen, was sich nicht gelohnt hat. Wegen dem Aufwand, wegen und so weiter. Das kann man nicht machen. Das bedeutet, man macht das zusammen, aber wenn man es macht, dann ist das manchmal eine komplette Transformation. Wenn man auf der rechten Seite Bilder einfach nur mal sieht, Mensch, das kennen Sie im Internet, also sagen, boah, da kommen so Riesenbeine, werden auf einmal dann entlastet und werden dann zu schmalen, kleineren Beinen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Im Internet, ja, wird alles irgendwie anders oder schema dargestellt und immer Wow-Effekt. Ihre Beine sind Ihre Beine. Gehen Sie bitte nicht diesem Internet-Hype nach und gucken Sie, wow, Instagram und das ist mein Resultat. Das kaufen Sie, das können Sie sich nicht kaufen. Das ist unmöglich. Ja? Sondern Sie können sich nur informieren und können dann schauen, was bei Ihnen individuell die Situation ist. Und das wünsche ich mir für Sie, dass Sie in diesem Frage-Antwort heute ein bisschen rauskriegen, wo stehe ich denn da? Einfach mehr Informationen, um sich selber einzubringen. Das ist so das Allgemeine, was wir den ganzen Tag machen. Jetzt kommt das Spezielle, das sind die medizinischen. Ich frage mich ja, können wir das Ideen teilen? Ich frage mich ja, das frage ich den Patienten auch, kommt denn das wieder zurück, wenn das auf dem Herzen? Und ich frage mich ja, und ich frage mich ja den Patienten auch, naja, kann das denn an anderen Stellen dann auch wieder mehr werden? Das sind ja so die wirklich großen Fragen, die nicht bisher noch beantwortet sind. Also wieder Telefonhörer in die Hand und in der Welt rumgerufen. Ich würde sagen, das ist in Heidelberg, da sind ganz gute Forscher mit Zellbiologie. Ja, und da tauscht man sich aus. Ich muss doch mal die Fettzelle selber beleuchten. Und die Fettzelle selber ist hochinteressant. Ja. Gehen wir mal auf die zelluläre Ebene und gucken uns das mal an. Ja gut, das hatte ich gerade schon erwähnt, jetzt nehmen wir gerade nochmal rein, was kann passieren, also wenn man wirklich an dieses Operation Liebe gehen denkt, dann ist es essentiell, dass Sie verstehen, es ist nicht irgendetwas, was ich mir kaufen kann und was standardisiert irgendwo durchgeführt wird und zu irgendeinem definierten Ziel wird, sondern es ist eine Reise. Und es ist eine Reise, zwar mit einem klaren Ziel, aber letztendlich. Das bedeutet, falsche Indikation. Wenn ein Arzt sagt, vorüber, müssen Sie sich operieren lassen. Und jetzt gehen Sie mal diese ganzen Erfahrungen über, was zurzeit diskutiert wird, auf Kongressen oder im Internet, auf den Homepage, wollen Sie sich informieren. Es ist gar nicht so wichtig,
ob ein Patient in Stadium 1, 2 oder 3 ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Stadium 2 und 3? Das ist fließend. Ist auch völlig egal, was der Waist-to-Hip-Ratio ist oder wie groß die ist oder was die für ein BMI hat. Ja, oder was die, das ist alles sekundär. Wichtig ist, was wir für Beschwerden haben und was als Ziel haben. Und wenn man dann anfängt und operiert so ein Körper, also das dreidimensional gemacht, das ist eine richtig große Fläche. Das hat seine Grenzen, das braucht auch mehrere Operationen. Da muss man sagen, Sicherheit führt. Das macht man nicht ambulant in der Praxis, Vorhang zu und ohne Anästhesist, der lokale Betäubung war, das macht man in Klinik. Das macht man mit Anästhesie. Die Patientin könnte sich wünschen, ich möchte gerne wach sein. Okay, wenn du das willst, kriegst du mal einen Algorithmus. Aber in der Regel ist es doch wohl besser beraten, dass sie nichts davon mitbekommen, keine Schmerzen und also in Narkose. Dann dauert so eine Operation 2 Stunden, warum sollte sie das mitkriegen? Da muss genug Personal da sein. Die Patientin wird in verschiedenen Positionen gebracht und dann geht sie wirklich durch das Geld. Also der Körper wird oberflächlich durch. Wo gibt es das Libidem überhaupt? Ich bin ja hoch davon überzeugt, dass sie zu weit, weil es nicht nur wissenschaftlich auch bewiesen ist, sondern weil die das wirklich oder in den Beinen oder in den Armen. Also dieser Satz, der Libidem gibt es nur in den Armen und Beinen, bin ich persönlich nicht dafür, das widerspricht unserer täglichen Erfahrung. Wir machen das über 1000 Mal im Jahr, unsere Patienten fahren zurück und haben gesagt, nein, Herr Doktor, warum ist denn jetzt auf einmal mein Arzt gegangen? Und genau dahin möchte ich Sie das mitnehmen, das mal zu erklären, was denn da überhaupt passiert. Also wenn man das macht, bitte im Vertrauen sich jemanden suchen über ein professionelles Setting, ehrliches ja, und richtig logisches Entfernung. Die Erfahrung ist absolut wichtig, dass Sie das an der Stellung. Es ist ein Unterschied, ob Sie das genau so einmal machen oder ob Sie das regelmäßig machen. Das ist ganz klar. Denn Komplikationen sind Schleimspuls noch eingebaut. Komplikationen sind Kreislauf. Und dann kommt das Irrwagen, Zero oder Elektrose, Infektion, Hämatom. Das ist alles, was wir wirklich erleben. Gerade der Kreislauf. Und der muss natürlich stationär. Da brauchen Sie bestimmtes Personal. Nicht nur Medikamente, Infusionen, da brauchen Sie Aufstehtraining. Dann müssen die Patienten dazu bringen, dass die stabil und gesund müssen auch wieder nach Hause kommen. Jetzt zu meinem Feldweg. Das war gar nicht gut gewesen. Gehen wir mal runter auf die zelluläre Ebene. Gehen wir mal richtig rein. Überlegen mal, was ist denn da eigentlich passiert, um diese Hauptfragen mal anzugehen. Weil ich will sie ja alle leben, zu den Abdenken. Und dann in Frage Antwort ist unser Ziel ja irgendwo sich einsortiert, da habe ich jetzt wieder irgendwas Neues. Mich fasziniert es deshalb, weil ich im Studium nicht so gut bin. Jetzt sind wir hier im Buch erlebt. Und Sie vorstellen, diese Vorlesungen hier schon gelaufen sind. Aber nicht so was fertig. Das weiß ich. Es gibt im Studium, ich denke, ich bin dem sowieso nicht. Aber das fertig gelesen. Es sind nicht einfach nur Zellen, die unter dem Mikroskop beobachtet werden, die interessant sind. Das ist wie im Organ. Milliarden Zellen im Bindegewebsverbund von der Genetik angelegt zwischen Muskulatur und Haut, die schlummern da nicht irgendwo rum. Klar, sie wissen, was das tut. Ich stehe drauf. Sie sitzen gerade drauf. Und ich schütze das gerade am Herz. Aber was macht das tun? Es produziert Stoffe. Denken Sie mal an die ganzen Hormone. Das ist ein hormonproduzierendes Organ. Die Dicken da hinten wissen, jawohl, Fettgewebe produziert Östrogen. Ja? Die ganzen weiblichen Kreisläufe, nicht nur das. Ich denke immer, dass Hormone mit Tieren kennen bestimmt einen Leptin als Sättigungshormon wird ausgestüttelt, sagt dem Gehirn, jetzt hör mal auf zu essen, wir sind schon voll. Weil was macht so das Fettsäure? Sie speichert Energie in Form von Glycerin. Und das macht sie dann voraus. Also, wenn man über die Mühe guckt, was die Mühe macht, die Mühe heißt, das ist voll mit Glycerin. Das ist ein kleiner Raum, was da drumherum. Und da hat sich all das, was eine normale Zelle auch hat. Es wird einfach melden, dass das nicht funktioniert und ein Stoff ist. Also, Energie produziert, das ist eine Umdrehung. Ja. Da wird richtig Bioprotein, das ist in Chinesen gemacht. Das heißt, das Ding geht. Das ist ein richtiger Organismus an sich. Aber es speichert nicht nur Fett und nimmt es auf und gibt es ab, sondern kommuniziert. Gehen wir nochmal zu dem Aufbau von dem Abnehmen. Über Darmmillionen sind wir für schlechte Zeiten. Das ist ein Energiespeicher. Heute haben wir Fette
einen Seite die Inflation von oben und die nachziehende Pandemie von der anderen Seite, aber das ist uns jetzt ziemlich egal. Wir müssen auch angelegt zu speichern. Was wir auch nicht haben, haben wir eine Inflation. Und Infektion. Infektionen sind bei Kundenklinik, bei guter Hygiene, zu guter Standards, haben sogar Impfungen, das haben wir bekommen. Das heißt, gar keine Chance, irgendwie kleiner zu werden. Es steht immer visiert, wir sagen, das ist zu viel und das muss man nicht total bei dem man nicht begegnen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir jetzt da rangehen und operieren, das in diesen Massenbecken, dann ist das so, als würden wir einem Organ einen Teil abschneiden. Wir bringen unser System in einen Ungleichgewicht. Weil von der Genetik hier und von den ganzen Abläufen, der Körper ist intelligent, sind immer Gleichgewicht. Was sind die Grundlagen? Das sind Stammzellen. Stammzellen, das kennen Sie alles, und das ist aber omnipotent, wenn sich dann alles entwickelt. Das ist echt Muskel, Knochen. Und wenn jetzt die Stammzelle sagt, ich werde dann braucht sie die Information dafür. Das müsst ihr wohl haben. Vorher aber ist die Stammzelle so intelligent und sagt, ich vermehre mich mal untereinander, damit ich immer was schlimmer und habe die Potenz, mich zu dem zu differenzieren, was ich möchte. Wenn wir es in uns als schon da draußen aus, haben wir noch ein Bein und der Körper ist in der Lage, dieses Loch wieder heilen zu lassen. Durch die Zelldifferenzierung, die Zellen, die in der Lage sind, sagen, wir erkennen das, wird man nur das in die ganzen Gruppen Haut und Weiß finden. Das heißt, da ist ein Öler, ein omnipotent. Die teilen sich und sind, warten jetzt darauf, ja, in welche Richtung sollen sie sich entwickeln. Lassen wir mal die Abwandlungen weg, das sind die Wachstumsfaktoren, das sind die Belasten, Growth, Englisch, oder Wachstumsfaktoren, ist egal wie die helfen, das sind die Stammzellen. Was machen jetzt die Fettzellen? Wenn die Fettzellen auf einmal zu gucken, haben wir so einen, da ist einfach diese Fettzellen in der Mitte, die da sauen und rum, und es wird die größer und größer. Und wir lieben die Zellen. Das sieht ihr wohl nicht mehr an. Immer bei irgendwelchen Schwankungen, genetischen Schwankungen, wenn wir dann größer werden, wird es dann größer. Dann gibt ihr wohl nicht mehr. Diese Ventilfunktion. Und was macht der Helium? Was macht der auch im Blut? Das macht den Schmerz. Und das geht nicht wieder weg. Und das bringt den Patienten zu verzweifeln. Was soll man machen? Das schreit nicht jetzt weg. Hilft mir, weil es nicht größer wird, wenn es Öl passt. Der Fettzelle kann nicht größer werden als 120 Mikrometer. Das ist makroskopisch gesehen unfassbar, das ist 10 Millimeter. Würde die größer werden, würde ich die Blutzufuhr abschnüren. Es wird einfach abgedrückt und da kommt das Nervenkrankenhafen nicht mehr ab. Ich bin davon überzeugt, das ist ein Prozess, der verstärkt bei den Blutgefäßen auf. Warum? Weil ich denke, dass bei den Blutgefäßen auch ein erhöhter Zell-Turnover ist, wie bei der Zellulitis, die mehr aus der Zelle auf den Lebensweg geschickt werden. Also die differenzieren sich aus der kleinen Fettzelle, die dann an der Erwachsenenstammzelle, an der Erwachsenenzelle, es wird immer dicker und dann ist sie voll. Und sie kann das Blut nicht hernehmen und sie, ja, sie stirbt ab. Sie macht vorher den Hilferuf und sagt zu anderen Fettzellen, ich sterbe, ich kann es nicht mehr aufnehmen, werde viermal größer, um mehr Speicherkapazität. Das ist der Faktor 1. Transformation, das ist die Zytokine auf Zellmeldung, auf Körper und lokaler Ebene, werden mal größer. So, weil der Körper möchte ja sein Fett halten. Sie schützen sich natürlich. Sie kommunizieren untereinander, sie stehen nach dem Gleichgewicht. Und was passiert? Wenn wir jetzt zu viele Zellen haben, die zu groß sind, die sind zu alt und die sterben ab, wenn wir nur uns eine Fettzelle vorstellen, die platzen würde und würde das ganze Zellmaterial würde es eine enorme Fettzelle geben, die der Körper ja vor der Schwäche ist intelligent, soll schon kollektiv da angeht, indem er nach Thank you.
B und Lymphozyten. Und das ist der Entzündungsprozess, von dem wir enden wir auf die Schmerzen verlust. Das bedeutet, ein höherer Zellverkommen wird zu einer Entzündungsprozess, nicht den Abbau der Zellteller. Und wenn man sich das in unserem Mikroskop anguckt, dann entspricht das ungefähr, das sind so kleine Körnchen, und entspricht dann üblich auch einem, wie so wird das gefühlt, diese kleinen Lymphknoten. Ja? Und diese kleinen Lymphknoten, die können wir fühlen, wenn wir tief in das Gewebe sitzen. Davon die Infektion. Dann sagen die, aber was tun wir in diesem Wege der Entzündungsprozess? Und warum müssen wir die an anderen Stellen? Das ist die Hyperplasie. Das sind also Zellen, die können ja dicker werden. Oder die Hyperplasie können mehr werden. Das beide haben wir eigentlich mit dem und den anatomisch begrenzten Räumen, die diese typischen Fliegen oder Oberschenkel aussehen. Da haben wir mehr begrenzte Räume, wo dieser Druck schneller auftritt als an anderen Stellen. Also glauben wir, das ist der Pathomechanismus, was wir den Symptom vom Schmerz und Druck. Also wo kommt das her? Ja. Und wieso haben wir Schmerzen? Deshalb glauben wir, es gibt es nicht nur an Armen und Beinen, sondern es gibt es auch, wir sehen es, es gibt es auch woanders. Warum ist das so? Weil ja, nicht nur Schmerzen auf den Mädchen, sondern weil bei solchen extremen Wunden, die wir an den Händen haben, diese Stoffe ausgeschüttet werden, die die anderen Zellen anregen sollen, zum Wachstum, über das Blut. Stellen Sie sich vor, die gehen jetzt da rein. Wir haben mal schon mal ein Fett und haben das jetzt durchoperiert. Und wenn wir das durchoperiert haben, dann haben wir die Situation verbunden. Und der Körper weiß doch gar nicht, das sollen wir jetzt so lassen. Jetzt ist alles Volumen raus und dann zieht man alles schön zusammen und dann ist alles wieder gut. Der Körper denkt, das ist eine Wunde. Und der behandelt das wie eine Wunde. Und der schüttelt eine ganze Menge aus. Vergessen wir mal, dass wir das hier nehmen wir mal das Fettgift. Das schüttet er in Massen aus, diese ganzen Fettzellen sagen jetzt dort, ich brauche Hilfe. Und über diese Riesenwunde, die wir gemacht haben, geht das nicht gut. Wird im ganzen Körper verteilt und kommt überall an. Deshalb stehen Patienten da und fragen sich, Mensch, bin ich jetzt noch ein paar Wochen nach der Operation, ich jetzt ein bisschen nervigeres Gesicht bekommt. Und das ist auch, haben wir Patienten, die den ganzen Körper durchoperiert haben und vorher war schon viel Lust. Ja, war vorher schon groß, aber auf einmal ist sie zu groß. Ja, war so negativ. Manche schreien nur wahr, sagen Mensch, wenn du das erzählt hättest vorher, wäre ein super Nebeneffekt. Und jetzt nicht nur schlanker auf dem ersten Fall, sondern mein Fuß. Ja, das ist lange so schön. Ja. Ja, so individuell ist das. Man muss das nur wissen. Das bedeutet, es gibt Effekte. Der Körper möchte im Gleichgewicht bleiben. Wir treiben das rein und müssen es in die Waage werfen, und nutzen das Risiko. Und was passiert damit im Körper? Ist jetzt nicht so, dass man 1 zu 1, also 10 Liter da weg oder poppen 10 Liter irgendwo in der Arme. Das ist nicht. Ja? Aber ein bisschen dazu, muss man einfach nur wissen. Das sind die Gründe, weshalb wir denken, nochmal die Wiederholung, ja? Wie begehen zu viele Zellen, zu große Zellen, Thema ein erhöhter Turnover mit den entsprechenden Entzündungsreaktionen. Die Entzündungsreaktionen, die haben den Schmerz gleichzeitig mit den befüllten Kompartimenten. Dadurch kommt nochmal der Druck bei den Hautrezeptoren. Wenn wir aber durchgehen, die individuelle Indikation, Patientin muss den individuellen Plan und den Aufwand verstehen. Sie muss Nutzen und Risiko verstehen. Das ist ja alles klar. Ich kann nicht nur an anderen Stellen ein bisschen mehr werden, ja, sondern es könnte hinterher auch noch zu lockerer Haut. Sie muss dann wieder den individuellen Plan verstehen. Bei mir könntest du das hier gleichzeitig lösen oder hinterher durch eine Hautstrahlung machen. Aber das will ich alles. Das ist alles nicht. Das muss man verstehen. Die Frage, die ich eingangs noch aufgeworfen habe, ja, könnt ihr das heilen? Also das heilen, da sagen wir, okay, klinisch nicht. Wissenschaftlich nicht. Weil egal, wie wir das runteroperieren, es muss ja eine Restschicht bleiben. Man darf ein Lipidem nicht ganz, also eine Fettschicht ganz raushauen. Das ist dann fehlt die Schutzschicht. Ich habe ja gesagt, wie wichtig das Gewebe ist. Das hat ja eine Funktion. Wir wollen ja, dass es schützt und wärmt und stabilisiert und so. Das bedeutet, darf nicht ganz sein. Ja, außerdem wäre dann das Bindegewebe, das ist übrigens dann immer der Grund, wenn das Bindegewebe dann anfängt und zusammenmaltretiert ist und sich dann die Narbig auch, das ist nicht mal der Chirurg dran schuld, also weil wenn es richtig leer ist und Bindegewebe verzieht sich und wird dann so ein bisschen Narbig, dann kann es auch nicht. Das ist nicht so ästhetisch. Ja, es gibt
geht noch was in den neuen Stock. Ja. Und wenn dabei rauskommt, Mensch, du hast doch super Beine und Schmerzen hast du auch nicht. Und das, was du willst, du willst deine glatten Beine, ein bisschen Schlankern, machen wir nicht. Das geht nach hinten los. Ja. Also Operationen sind immer die letzte Wahl. Das ist nicht alles super und glatt immer das Beste. Das Minus in der Wahrheit des Kompromisses, die unbedingte Chance. Wenn wir es dann gemacht haben, wir machen es richtig, dann machen wir es den Rückfall runter. Das ist die richtige Restschicht noch halt. Ja, dann ist es gut. Und die Potenz genommen ist der Regeneration. Das hatten wir ja gerade gesagt, da sind Erstammzellen, die normalerweise wieder zu neuen werden. Und aber so wenig, was in das Gedächtnis genommen ist. Das heißt, da sind zu wenig, die können gar nicht mehr zu neuen werden. Ja, und was ist noch, wenn die sich jetzt nicht noch neu mehren können, also die Hyperplasie, bleibt ja noch die Hypertrophie, sie könnte ja größer werden. Geht auch nicht, weil haben wir gelernt, wenn man nicht größer, dann würde sie ja platzen. Das heißt, diejenigen, die noch übrig sind, ja, die bleiben. Aber verzweifelt strampelt sie und senden den Hilferuf aus. Und deshalb verstehen wir die Reaktion an anderen Stellen vom Körper. Aber da operiert es. Das ist der Schmerzdeck, das heißt, der Halt, da, wo wir operiert haben, ja, das ist unser Anspruch. Dann können wir es heilen, ja, kommt wieder, nein, aber an anderen Stellen. Das sind die großen Antworten der großen Fragen. Und wissenschaftlich hat das auch keine Grundlage. Es gibt einzelne Studien von ganz anderen Fachbereich. Biologen, ja, die bestätigen das. Und wir gucken ja, dass was wir den ganzen Tag klinisch beobachten. Was müssen Patienten sagen? Wie passt das mit der Wissenschaft? Und das steckt erst in den Fütterschuhen, das sind die Anfänger. Eine ganz interessante Zeit heutzutage ist ein Thema, wie wir nichts, wie es vor 3 Jahren war. Und ich bin ganz sicher, in 3 Jahren ist es nichts, wie es heute war. Ein rasant wachsendes Thema, nicht nur in der Anwendung, macht jetzt ganz vieles modern geworden. Hast du schon gehört, kannst du mal Eurotransferin, ist ja nur eine Fettabbau, macht ihr auch. Also alle machen alles, aber schon spezialisiert auf Lipidem. Das ist ein ganz großer Trend auch zu beobachten. Finden wir auch ganz interessant. Ne? Überlegen, wie können wir Leute dann trainieren. Wir sind auch ganz offen. Also nicht nur Wissen weitergeben, sondern auch das chirurgische Können und da arbeiten wir. Chirurgisches Können ist ein Stichwort, ich würde mal gerne nur auf die Kürze gucken. Ich hoffe, was ich Sie angeregt habe. Ich habe in die Gesichter geguckt und sehe, interessant, das war wirklich konzentriert und Sie haben sich innerlich schon Ihre Fragen gestellt. Da freue ich mich nach Ihrem Anschluss drauf. Ich gebe aber nahtlos an die Kollegin Dr. Massenbuch. Ich habe noch mal ganz viel erzählt, wenn wir das operieren. Wie schaut denn das aus?